Ab jetzt gehen sie getrennte Wege. Schauspieler Sky Dumont und seine noch Frau Mirja haben sich nach 16 Ehejahren getrennt. Noch 2009 haben sie ein gemeinsames Buch über die Unterschiede zwischen Mann und Frau geschrieben. Darin gaben sie private Einblicke in ihren Alltag und machten noch Späße darüber. Das sind so kleine Unterschiede. Die Frau will das sehen im Fernsehen, der Mann will das sehen im Fernsehen. Oder die Frau bleibt bei jedem Schuhladen stehen und der Mann bleibt bei jedem Elektroladen stehen. Das sind so kleine Unterschiede zwischen Mann und Frau, die ich ganz witzig finde, wenn man sie von außen betrachtet. Auch beim Fotoshooting für das Buchcover gibt es lustige Kommentare von beiden. Doch steckte dahinter bereits die bittere Wahrheit? Das ist alles Wunschvorstellung. Ne? Ich meine, wenigstens auf dem Bild darf man meinem Mann das sein, was man gerne sein möchte. Aber zu Hause habe ich dann wieder die Hosen an. Da kann er mich dann wieder schieben. Bei solchen Einkäufen nehme ich die Kreditkarte gar nicht mit. Ich bringe sogar kein Wort mehr raus vor Entsetzen. Haben Sie die Schuhe gesehen? Meine Güte. Also mein Mann hat die Kreditkarte nicht mit, aber ich habe sie mit. Von daher ist es egal. Anscheinend waren die Probleme im Alltag größer, als es lange schien, auch wenn sie stets beteuerten, eine ganz normale Familie zu sein. Wir haben Kinder, wir lieben uns, wir streiten uns auch und wir sind nicht immer der gleichen Meinung. Wir gehen Möbel kaufen und den einen Stuhl finde ich hässlich und den anderen, den ich schön finde, findet sie hässlich. Und dann suchen wir weiter, bis wir halt den finden, der schön ist für uns beide. Völlig normal. Unsere Kinder sind frech und manchmal sind sie lieb und manchmal ist meine Frau frech und manchmal ist sie lieb. Ich bin immer lieb. Das ist halt der einzige Unterschied bei uns. Doch dieses Jahr hat sich Mirja Dumont verändert. Sie ließ sich ein Piercing und ein großes Tattoo am Arm stechen. Ihrem Mann sollen die Veränderungen gefallen haben, doch angeblich war das Paar zu diesem Zeitpunkt schon getrennt. Auch auf die Frage zum gemeinsamen Sommerurlaub gibt es keine konkrete Antwort. Wir sind irgendwie die ganze Zeit unterwegs. Ich glaube, wir müssen das kurzfristig machen, weil immer kommen irgendwelche Jobs rein und dann sagt man, ach, geht doch nicht. Wir fahren jetzt im Mai nach Spanien in den Maiferien, aber Sommer ist noch ein bisschen weit weg. Freunde sagen, der Altersunterschied von 29 Jahren sei einfach zu groß gewesen. Für Sky Dumont geht damit bereits die vierte Ehe in die Brüche.